Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Pokémon Blau. Wir sind hier in der Höhle stehen geblieben. In der, im Mondberg. Nicht in der Höhle, im Berg, im Mondberg. Und wir sind hier am Ende angelangt. Aber da war noch Trainer, deshalb bekämpfe ich die natürlich als erstes, ne? Ich bin gemein. Aber hier war noch Trainer und ich will sehen, was die noch machen. Obwohl, ich glaube, hier geht's weiter. Stimmt, ich glaube, hier geht's weiter. Egal, wir kämpfen erstmal gegen den und dann schauen wir nochmal zurück. Bist du auch auf Forschungsreise? Na, geht's so ein bisschen. Was machst du denn da? Deine Klamotten in der Höhle. Ja, Entschuldigung, es ist ein Berg. Ist auch nicht so das Feinste, ne? Also mir gehen die Items aus und ich bin auch schon bald K.O. Ich möchte jetzt hier nicht Game Over gehen, noch kurz am Ende des Berges. Der Berg ist eigentlich nicht so lang, aber ist sehr, sehr nervig. Oh, nice, Level 19. Läuft bei dir. Noch ungefähr 12 Level-Ups und dann haben wir was. Radfratz. Mann, geh weg mit deinem Radfratz. Die kannst du hier nirgendwo benutzen. Die nutzen wir eh nichts. Ja, also wir haben ja bald September und ihr wisst ja, zumindest die meisten von euch wissen es, in September kommt für die Virtual Console, also für 3DS und so, lass ich mich nicht tauschen, hier, die zweite Genf raus, ja, als Virtual Console, wie gesagt. Und ja, da freue ich mich auch schon, ich werde es eventuell auch noch für Let's Playen. Aber wir sind wahrscheinlich doch wieder auf Emulator. Ja, denn ich kann es einfach nicht aufnehmen momentan. So ein Mist, verloren. Ja komm, warte, ich glaube, da gab es also noch nicht das Ende. So, tschüss. So, gehen wir weiter. Da. Ja doch, ich glaube, da geht's noch... Oh. Geh weg, Opa. Okay, doch, hier geht... Okay, gut. Sorry, ich dachte, hier wäre schon das Ende, weil das so genauso aussieht wie das Ende. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Du Hacker. Sitzt nur auf dem Hocker. Du bist locker. Mir fehlen keine frischen Rhymes ein, yo. Ich sollte es lieber lassen, sonst kriege ich noch recht. Gott sei Dank. Oh, jetzt bin ich wieder verwirrt, das Fresswetten. Ja, jetzt schlage ich mir selber in die Fresse. Ja, macht voll Sinn. Ja, Alter. Ja, mein vorletzter Trank. Ich meine, oh, ich habe eh genug, ne? Aber wie oft willst du dir noch in die Fresse schlagen? Das hilft ja auch nicht, die Verwirrung wegzubekommen, ja? Nur, dass du es weißt. Danke. So, jetzt kill it. Kill it! Nein! Die Kompetenz einfach! Ah, danke! Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar dazu. Dass sowas auch immer nur mir passiert, ne? Ist ja klar. Ja, Rettern! Boah, Rettern sieht ja ganz normal aus. Du bist ja kein richtiges Rettern, du bist nur eine normale Schlange in einem Haufen von Kacke. Ja? Das sieht irgendwie aus wie so ein Haufen Kacke. Anstatt so ein Geschlängel. Was? Hey! Hey! Komm back! Du hast keine AP mehr, was? Na toll. Es läuft ja alles schief. Das gibt's doch nicht. Besiegt. Du bist eine harte Nuss, Kleiner. Ja, das ist richtig erfasst. TM01! Das ist Geduld, ne? Was ist das hier? TM aktiviert, sie enthält Mega-Hieb! Soweit ich weiß, eine normale Attacke, die ziemlich reinhauen kann. Mega-Hieb ein Pokémon beibringen? Nein, noch nicht. Das entscheide ich erst in der nächsten Stadt. Da sind wir nämlich bald. Nach der Höhlentür. Ach, Bergtour, Mann, ich bin blöd. Da werde ich dann nochmal überlegen, ob ich das einem beibringe. Normalerweise bringe ich das oft
Skrutte bei. Allerdings also normalerweise, wenn ich das so offline spiele. Allerdings denke ich nicht, dass ich es machen werde, weil es einfach noch viele andere Moves gibt, die ich lernen soll. Ach, du bist also der letzte Trainer und du bewachst ein Item. Nimm ich erstmal das Item und kämpfe gegen dich. Ein Mondstein, Leute! Ihr seht's! Ein Mondstein! Mondstein, okay. Oh, das kann man einem geben. Was es da wohl bringt oder welchen Pokémon das geht. Da stand ja überall Nein und Ja und alles. Nein heißt halt, es ist nicht. Kann es nicht verwenden und Ja heißt, es kann verwendet werden. Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Ha 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 ha! Oh, Hilfe, ein Karpador! Ach, warte, das bist ja nur du, sorry. Hahaha, ha, 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 jetzt habe ich dich auch gedisst. Hahaha. Ha. Aquaknarre. Und dein K-Stone ist K-Snow. Nein, oh, ja, das solltest du überlassen, wie gesagt. Ja, geh mir weg mit deinen Haaren, Alter. Bin ich eigentlich der Einzige, der denkt, dass Kleinchen Haare hat? Schreib das mal unten rein. Das würde mich ein bisschen interessieren. Level 20, nice. Onyx. Wieso hast du ein Onyx? Du kannst ja schon mit Rocco anhalten, also, ne? Mithalten. Läuft bei dir auf jeden Fall, Dude. Ist doch so, oder? Der kann doch locker mit Rocco mithalten. Wow, du hast mich total überrumpelt und richtig hart gedisst, Junge. Hier, nimm mein Geld und geh. Okay. Sag mir bitte, Gott sag mir, dass die Hölle vorbei ist. Bitte. Es ist vorbei. Es sieht so aus, als würde man Nein zu mir sagen. Oh, hier sind überall die Verfächerbande. Was willst du? Geh erwachsen und nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Rocket möchte kämpfen. Also die Rakete. Ein Radikal. Das ist die Weiterentwicklung von Radfratz. Ein Nagat. Wie ich was. Ja. Was soll man dazu sagen? Es hat starke Zähne und geh mal einfach weg. Komm. Schwimme in meinem Aquaknarre. Ja, das war gute Grammatik. Ja, mein letzter Trank. Ich glaube, ich muss noch mal in die Stadt gehen. Aber das mache ich dann wirklich offscreen. Dann komme ich später noch mal zurück. Oder das ist später, ne? Ja, ich werde definitiv down gehen. Scheiße. Oder ich gehe vorher noch mal eben heilen, oder? Ich bin sauer. Tja. Kann ich aber nichts für, Dude. Komm, wir sind fast am Ende. Ich will jetzt nicht noch. Komm. Zubat, geh weg. Niemand mag dich. Hab ich echt keine Tränke, ne? Das ist einfach nur traurig. Vor allem, da Patix ja noch gar keine Level mehr bekommt, weil er KO schon ist, ne? Oh, was ist... Oh, ein wildes Pipi! Da haben wir es! Ihr seht's, Leute! Pipi kann hier vorkommen! Mal schauen, bitte, ich will es nicht one-hitten. Komm. Ja, aber so wenig will ich jetzt auch nicht machen, ne? Komm mal, komm mal. Bitte, Zug, mach keinen Gesang. Oh, shit! Seht ihr das, Leute? Dieser eine Ball... Oh, shit! Schnell, fang es ein! Wo Floß noch flieht oder mich KO schlägt. Pipi wurde gefangen. Nice. Fee. Dieses seltene Pokémon hat durch sein niedliches und zauberhaftes Erscheinungsbild viele Bewunderer. Ja. Pipi wurde auf Gast-PC übertragen. Gast-PC? Und hier ist der letzte Trainer. Also der letzte normale Trainer. Wo kam das denn jetzt hier? Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Was sind für Fossilien? Gibt es jetzt Fossilien, die man finden kann? Oh, ich will auch welche. Er hat einen Radfratz. Ja, das wird mich schon kaum aufhalten, oder? Oder? Ich meine, ich bin ja schon fast KO. Okay, ich werde Game Over gehen. Mein letzter schwere Trainer, der haut nochmal richtig rein.
Der hat nämlich richtig gute Pokémon, die wir auch schon mal hier in dem Tunnel gesehen haben. Och, hör doch auf mit dem Piep-Piep-Piep-Piep-Piep. Ich weiß, dass ich keinen Trank mehr habe. Das musst du nicht nochmal mit deinem Gepiepse zeigen. Ich habe 4 KP, da wird nicht... Das Größte, tut mir leid, ich muss dich leider opfern. Wir wollen ja aus der Höhle raus. Du bist dann leider das Opfer. Aber danke für den Level-Up. Level 21. Ach, danke, es hört wenigstens das Gepiep auf. Gut, das gibt es nicht. Doch, bei Roller. Wir sind ja am Ende, Leute. Wir sind am Ende. Weil bevor ich was sage, ihr seht ja oben sind Fossilien. Die liegen einfach so dort rum. Und der Typ will mir... Der will mir erklären, dass er die nicht gefunden hat. Er sucht die noch. Ja, mach mal die Augen auf, da findest du was. Immer diese Arbeit, die nichts machen. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Diese Fossilien gehören mir. Oh shit. Ein Streber mit 3 Pokémon. Und es ist einmal ein Slimer. Beat me. Und es ist noch ein... Und es ist Magnetilo und Voltoball. Die von vorhin. Ja, ich werde es Slimer auch besiegen. Aber dann werde ich abkratzen. Definitiv. Vor allem, weil Elektro sehr effektiv gegen mein Wasser ist, ne? Komm. Skrinte, tut mir leid. Ich muss dich einfach opfern. Tut mir echt leid. Oh, lol! Oh, lol, Alter! Nice! Tut mir leid, das ist gepiepst gerade in den Nerven. Aber. Okay, Leute, wenn wir das jetzt schaffen gegen Smogon. Dann. Echt, dann Hype in die Kommentare. Einfach Hype. Wieso hat Smogon das Symbol auf dem Kopf und nicht unterm Gesicht? Also, das ist über dem Gesicht, obwohl es eigentlich unterm Gesicht sein sollte. Fehler. Nein! Och, scheiße. Ich wollte Hype in den Kommentaren. Manu. Komm, unser Loser. Komm, Loser muss aber was machen, oder? Komm, Platscher. Es ging daneben! Was? Platscher. Ach, wie das aussieht. Es hat keine Wirkung. Zubat, du bist doch hier unendlich in der Höhle, ne? Komm, du machst doch... Was zum Teufel, wie siehst du aus? Wie, das sieht doch nicht aus wie ein Zubat, das sieht aus wie so eine Fledermaus aus Schwarz-Weiß oder XY, aber nicht wie... Das, sieht sie das? Das sieht doch nicht aus wie so ein süßes Zubat. Ehrlich. Ja, mach halt noch weniger Schaden, ey. Ohne Witz, ne? Mann, wieso? Wieso? It's just a pain in the ass. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ja, danke. Kleinstein, komm. Ich möchte nicht Opa reinschicken in den Kampf. Tackle. Los, greif ihn mit deinem Tackle. Natürlich, Kleinstein ist unser Held. Kleinstein ist der Beste. Loser erreicht Level 6. Scheiße, ich wollte ihn nicht trainieren. Kleinstein erreicht Level 12. Lol. Mike besiegt Streber. Ja, na gut, ich gebe dir eins ab. Okay, welches wollen wir nehmen? Das, das hier, oder? Helix-Fossil? Warte, es gibt Helix-Fossil und... Dom-Fossil. So eine schwierige Frage. Ich wollte die eigentlich gar nicht mal ins Team nehmen. Das ist so das Ding. Ich werde es wohl müssen, ne? Ach komm. Ich denke, ich nehme das Helix-Fossil. Ja, komm. Mike hat das Helix-Fossil. Okay, dann gehört das hier mir. Auf der fernen Zionobe-Insel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus Fossilien Gen-Material Pokémon zu schaffen. Aber das Problem ist, zu der Insel kommen wir erst am Ende des Spiels. Seems legit, right? Oh boy. Und wir sind draußen! Wir sind draußen! Wir sind draußen! Finally! Route 4, Mondberg nach Azura City.
Wir sind draußen, eine Erleichterung. Gibt's hier kein Item? Standen im Remake zwei Männer rum, die einen Mega-Hieb und noch eine andere Starkattacke gegeben haben. Aber anscheinend gibt's sie hier nicht. Vielleicht gibt's da oben noch was. Mal schauen. Oder halt wenigstens ein Pokéball. Anstatt ein Pokéball. TM04. Dachte ich mir doch, dass es hier noch eine TM gibt. Und was steckt denn hinter TM04? Es ist Wirbelwind. Komm. Patex vielleicht. Mal schauen, ob ich sie ihm gebe. Weiß nicht genau, was jetzt Wirbelwind nochmal genau war. Nein, ich will zum Trainer. Vielleicht kämpft er. Aber das wäre nicht gut, ne? Das wäre nicht gut. Was, komme ich da nicht hin? Ich muss da irgendwie hinkommen, aber wie komme ich das? Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich nicht mehr hoch. YOLO! Pschiu. Gut. Jetzt komme ich nie wieder dort oben hoch. Tja. Wir erreichten die Stadt. Azuria City. Die endlich mal eine neue Musik hat. Ich feiere, ja. Aber erstmal Pokémon Center. Oh, schau mal, wen wir da mal wieder haben. Mit dem sprechen wir gleich. Oh, dich haben wir auch mal wieder. Na, klasse, du. Jemand das PC. Wann ist es das? Aufs Lagerung PC. Ablegen. Ich möchte Loser ablegen, denn der ist einfach nur ein Loser. Dann Zubat, denn der ist einfach nur unendlich. Also, wozu brauche ich den dann noch? Kleinstein, denn ist einfach nur ein Einstein, der KK. Und Opa will ich auch freilassen. Nice. Also nicht freilassen. Nicht freilassen. Das ist ein bisschen falsch. Was? Mike hat keine einsatzbereiten Pokémon mehr. Mike fällt den um. Was? Was? Leute. Was zum Teufel ist gerade passiert? Ich hatte. Okay, sehen wir das. Okay. Fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Ich habe meine Pokémon im PC getan. Meine anderen beiden waren aber schon besiegt, ja? Die waren ja schon besiegt. Wieso warnt mich das Spiel nicht? Nö, du musst doch ein Pokémon, ein kampffähiges Pokémon im Team haben. Nö, einfach so. Ist das dein Netz? Da hab ich alles wieder laufen. Leute, das ist doch so ein Betrug. Nee. So, endlich. Ich bin wieder draußen, Leute. Ey, das gibt's doch nicht. Habt ihr sowas schon mal erlebt, Leute? Schreibt das mal rein. Das ist echt. Ich wette, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der das erlebt hat, Alter. Das gibt's doch nicht. Komm, ich will jetzt hier heilen, damit ich hier gespeichert werde. Dankeschön, Professor Joy, genau. Schwester Joy, dankeschön. Danke. Oh, das war anstrengend. Dieser Bill. Ich hörte, für seltene Pokémon würde er alles tun. Wer ist denn dieser Bill? Oh, du schon wieder. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? So, ich hatte hier gerade einen kleinen Cut, denn irgendwas ist mit meiner Aufnahme schiefgelaufen, also es hat nicht mehr aufgenommen auf einmal. Aber es ist nicht viel passiert, ich bin ein bisschen rumgelaufen, hab ein paar Leuten geredet. Ist nicht schlimm, ich kann es ja noch ein bisschen nachholen und ja, nur dass du Bescheid wisst. Ja, dich kennen wir ja, ne? Bill besitzt viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Okay. Die alle sprechen von diesem Bill, aber wer ist das? Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Allerdings ist die Folge so oder so gleich zu Ende, nur ich wollte nicht einfach so die Folge enden lassen, oder dass du wisst. Unser Teammitglied fangen wir dann in der nächsten Folge direkt am Anfang. Oder ein bisschen später. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch ein bisschen mit ein paar Leuten, damit wir die Folge ein bisschen filmen. Zum Beispiel, was hast du mit zu sagen? Oder haben wir mit dem Schuh geredet? Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg?
Welchem Laden denn? Welchen Busch? Welchen Busch? Das ist die Arena. Da ist ein Markt. Ein Laden. Ich weiß gar nicht, was er meint. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben. Hallo. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte mein Pokémon... Müsstest du Pokémon mit ihm tauschen? Was bietet der denn an? Hallo, willst du dein Fapuzzi nicht gegen einen Rosanna tauschen? Oh, das wäre sogar ein gutes Angebot. Aber ich habe noch keins. Wenn du nicht magst, dann kann man nichts dagegen machen. Genau, man kann ja niemanden zwingen dazu. Eine Karte. Hier sind wir gerade. Wir waren... Oh, genau. Hier, Vetter City, Route 1. Ich gehe aber weiter und dann waren wir hier. Unsere Reise ist noch lang, Leute. Ist noch nichts zu Ende. Hallo. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Okay. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Sie will ein Fahrrad, aber will damit nicht fahren, weil es sonst schmutzig wird. Sammelt die die etwa, oder was? Was ist denn mit ihr los? Fahrradladen. Fahrrad leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Na gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, ob wir wirklich ein Fahrrad bekommen oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, schalt beim nächsten Mal wieder ein, denn in der nächsten Folge wird viel passieren. Wir werden eventuell die Arena machen, die Stadt erkunden, unser drittes Teammitglied holen. Vielleicht wird unser Patek sich auch entwickeln. Wer weiß. Wenn ihr den Fail auch mochtet vorhin, dann ja, lasst ein Like da. Schaltet, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder ein. Abo da lassen, falls ihr Bock habt. Ja. Ja, tschüss.